Dann mache ich weiter mit dem Million Club. Ja. Das fällt auch schon. Weil. Muss ich schon öffnen. Ja, ja. Was möchte ich sagen? Das muss ich zeigen, weil das sieht einfach wunderbar. Ja, ihr dürft schön gerne. Aus. Sorry. Ihr dürft gerne zeigen. Mal, das ist auch schon da. Das ist schon ja, da. Das ist schon da. Das kann man hier aus Lecorn übrigens spielen. Ja, also wer jetzt noch in einer erreichbaren Nähe zu Berlin ist, steigt ins Auto, fährt hierher und kann Million Club hier spielen, am Start von Asmodee. Ja, dann. Genau, Million Club ist ein Worker Placement Spiel im Endeffekt mit einem leichten Wirtschaftsthema. Aber das Schöne an dem Spiel ist, es ist unglaublich schnell gespielt. Mhm. Ich baue nicht alles auf, aber jetzt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, seine Leute zu platzieren. Um genau zu sein, sind. Es gibt 5 Scheiben, aber jede Runde. Jede Runde wird auch eine immer rausgenommen. Das heißt, man hat eingeschränkte Möglichkeiten. Man platziert einfach seinen Worker dahin, wo man was machen möchte. Zum Beispiel möchte man eine Kolonie erwerben. Kolonie-Karten, blauen Karten und dann muss man Sets sammeln. Mhm. Das Schöne ist, jeder hat nur 2 Aktionen. Mhm. Und wenn der erste hier hingeht und nach der einzige ist, der da ist, hätte er die Mehrheit, das Monopol. Und dafür noch eine Sonderaktion. Deswegen muss ich überlegen, gehe ich da auch hin, um das zu verhindern? Oder der Grüne überlegt dann, ja, dann vielleicht setze ich 2 da ein, weil ich das unbedingt auch doppelt machen möchte und die Sonderaktion machen möchte. Mhm. Das ist ein schönes Hin und Her, super schnell gespielt und natürlich gewinnt am Ende der reichste Spieler. Natürlich. Natürlich. Millionen von Geld muss man scheffeln, oder? Deshalb, ja. Also ich meine, du möchtest ja bitte in den Million Club kommen. Ja, da kostet ein Cocktail schon 1 Million. Aber, hallo. Also ich kann es nur empfehlen, es auszutesten, weil das Spiel macht. Und ist das quasi so ein gehobenes Familienspiel von der Komplexität her oder eher noch komplexer? Nee, es ist gar nicht so komplex. Alles klar. Das Familie, leichte Familie Plus definitiv, aber... 2 bis 6 Spieler, aber klar, mit so Mehrheitenprinzip ist natürlich lustig, wenn da wirklich viele Leute... Genau, je mehr, desto besser. Spielen, so. Immer. Ja. Und ja, schnell gespielt. Sehr schön. Ja, 15 Minuten pro Person. Okay, und quasi jetzt rausgekommen. Jetzt? Ja, ganz vor kurzem. Ganz, ganz frisch. Ich glaube am letzten Montag. Heute haben wir, ja, genau. Ja. Super. Der Million Club mit dem Merchant and Rollers. Ja, das ist also doch der quasi. Ja, genau. Können mal irgendwo. Hier, ich hab's mal da so versteckt, ja. Es gibt sogar schon ein deutsches Cover. Das Muster ist noch Englisch, aber ansonsten, wir hätten die Korsaren der Karibik. Das, was es damals nie gab, als die Korsaren der Karibik schon mal durch Deutschland gesegelt sind, gibt es jetzt endlich die Erweiterung. Ah, das ist die Erweiterung. Ja, das ist die Erweiterung. Das Grundspiel ist ja... Du standst beim englischen Titel noch auf dem Schlauch. Ja, das heißt wie Sea of Glory und dann auf Deutsch... Wir hatten es eben, da lag's. Ruhmreiche Seen. Ruhmreiche Seen. Ja. Mit wunderschönen Übersichten, die wird es auch im Deutschen geben, damit jeder weiß, was er tut, warum er etwas tut. Mit wunderschönen Standstablos, wie vorher auch schon. Hier, möchtest du dich jetzt einem Land anschließen? Mhm, okay, und die Winde können sich irgendwie ändern. Ja, die Winde, hier, guck mal, dafür gibt es extra eine Windhose. Sehr, sehr cool. Sehr schön. Also für alle Fans und solche, die es werden wollen, es ist... Nee, ist es die erste Erweiterung? Es ist die erste Erweiterung, die hat es nie auf Deutsch gelesen. Ich verstehe. Genau. Das war ja früher bei einem anderen deutschen Verlag im Vertrieb. Genau. Und da wir ja sehr eng mit Seaman Games zusammenarbeiten, hat man uns dieses Spiel irgendwann nochmal ins Herzen gelegt, weil doch die Nachfrage in Deutschland auch noch da war. Ja. Dann haben wir uns entschlossen, wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig, dann nehmen wir auch die ruhmreiche See mit. Deshalb haben wir jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit erst die Korsaren der Karibik neu rausgebracht. Mhm, und das hier wird dann zu essen da sein. Alles klar. Ja. Damit ist alles gesagt. Und vor allem für Leute, die gar nicht mehr damit gerechnet haben. Ein Einwand? Ja. Frage aus dem Publikum? Oh, sehr schön. Gar nicht gesehen. Was? Sag ich doch, das ist schon unterwegs in Deutschland. Nee, das hier noch nicht, das Grundspiel. Ja, okay. So. Was wir noch gar nicht gezeigt haben, diese wunderschönen, echt toll gestalteten sehr Schiffe schön, in Spielerfarben und in Schwarz und in Gold, also hier, also haben wir auch noch.
Ja, ich finde ja, das Cover ist ja auch, das ist ja quasi so wie das Originalspiel, nur anders. Genau, ja, genau, das ist sehr, sehr ähnlich. Der eine guckt rüber, und jetzt sieht man, cool, wo er hinguckt und was eigentlich da ist. Wo er das ist hin. Ziemlich cool. Genau. Ja, schön. Ja. So, dann haben wir auch noch das Packen gehabt, ja. So, und jetzt gehen uns langsam die Sachen zum wirklichen Auspacken aus. Ja, aber hier liegen noch interessante Papiere. Ja. Hübsche Bilder. Ja, also, was hübsche Bilder mit schönen Namen. Was wäre Asmodee, wenn das alles wäre, was wir diesen Herbst noch rausbringen? Also, da wäre ich wirklich maßlos enttäuscht. Ja, ne? Was soll das für ein Stand werden? Bevor wir weitergehen, noch eine Frage dazu. Ja. Ist denn das alte Spiel von dem vorherigen Verlag kompatibel mit der Erweiterung? Ja. Vollkommen. Das Einzige, was sein kann, ist, dass sich eine minimale Begriffsänderung ergeben hat, aber ansonsten ist es voll kompatibel. Mhm. Okay. Ja, machen wir damit mal weiter hier. Ein Titel, wo ich tatsächlich zugegebenermaßen eigentlich noch gar nichts drüber weiß. Four Gods von Christoph Böhlinger, Ludwig Kelly. Mhm. Ja, was könnt ihr darüber sagen? Four Gods, die Spieler sind Götter, die gemeinsam eine Welt bauen. Die Welt ist erstmal leer. Ich denke schon mal gut, ich bin gerne ein Gott. Leer ist das nicht. Nein. Du baust gerne Welten auf innerhalb eines quadratischen Rahmens. Das stimmt. Ja, wusste ich doch. Die Welt bauen wir halt als Götter, indem wir uns Land teilnehmen und sie alle gleichzeitig in dieser Welt platzieren. Okay. Dadurch entstehen Seen, Meere, Inseln, Länder, Gebirge, Wälder. Mhm. Das Schöne ist erstmal, es machen alles, bauen, die Welt wird immer schöner, immer größer und irgendwann stellen wir fest, welcher Gott wollen wir überhaupt sein? Will ich der Gott der Wälder sein? Der Gott der Meere? Der Gott der Berge? Ja. Nicht so schnell, also Gott der Wälder, Gott der Meere, Gott der, was war das gerade? Berge. Der Berge, das ist natürlich hier der Zwerg. Und glaube, das Letzte müsste Gott der Ebenen sein, des Landes. Mhm. Ja. Sobald wir uns entschieden haben, welche Gottheit wir sind, zählen nachher die bestimmten Gebiete für uns. Mhm. Das heißt, dann passen plötzlich alle auf. Wie baue ich jetzt am besten? Mhm. Und wenn einer anfängt, sich zu outen, ich bin übrigens der Gott, fangen alle anderen an, auch sehr schnell sich zu outen. Ach, das ist, wird geheim zugeteilt? Nein. Oder? Man nimmt sich die einfach. Aber quasi, wenn ich mir einen nehme, können die anderen ihn nicht mehr nehmen. Richtig. Mhm. Sehr clever. Mhm. Das ist dann nachher wichtig, die meisten Ländereien seiner Art zu haben oder das größte. Aber wenn man natürlich. Tricky, man kann natürlich als Erster dann was nehmen, was vielleicht gut aussieht. Auf der anderen Seite können dann alle gegen einen. Genau. Ja, aber man muss auch trotzdem noch für sich bauen. Ja, ja, klar. Und das Schöne ist, es spielen natürlich alle gleichzeitig. Und alle dürfen auch alle Plättchen benutzen, die im großen Vorrat liegen. Okay. Also, es ist durchaus wild, es ist hektisch, aber nicht zu wuselig. Okay. Vier Götter spielen Galaxy Trucker. Ja, nur dass sie ein gemeinsames Erdenschiff bauen. An einer riesigen Welt bauen. Genau. Sehr gut. Aber das klingt recht flott dann eigentlich. Das ist es auch total flott. 20 das Minuten. Cool, okay. Und alles klar. Wann kommt das? Zu essen. Zu essen? Auch zu essen, ja. Da gibt es mehr als nur ein Blatt Papier. Ja, dann haben wir deutlich mehr. Also ich weiß, dass die Übersetzung abgeschlossen ist. Also ich bin sehr guter Dinge, dass es rechtzeitig da bleibt vor Bord. Vor Bord. Ja, sehr gut. Schön. So kann man es auch erst reden. Ja, sehr. Okay, es geht weiter mit Sachen, wo ihr mich aufklären müsst. Ihr Legendary Inventors. Klingt schon mal sehr cool, sieht sehr cool aus. Bombix und Multiverse. Fred-Henri. Ja. Fred-Henri. Der Autor? Ja, hat auch schon die Baumeister. Ah, alles klar, daher, okay. Der Titel wird aber auf Deutsch anders heißen. Im rechten Sinne war es der Club der Erfinder. Aha. Ja. Denn, es ist halt das Schöne, jeder hat sein Team von Erfindern. Mhm. Also ich bin Team Aristoteles. Ich bin Team Leonardo da Vinci. Ja, auch die gibt es, genau. Ja. Dann bist du Edison. Oh, Edison, okay. Und dann gibt es noch modernere. Ja, so ein Daimler oder sowas. Ich glaube den nicht. Ach komm, was wie? Raus. Raus. Ach komm. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass die Spieler versuchen müssen, Erfindungen zu machen natürlich. Mhm, das kann alles möglich, es kann die Glühbirne sein, es kann auch ein Auto sein. Nein. Doch, auch das, Verbrennungsmotor. Ja. Okay. Ich muss dafür meine Erfinder mit diesen Erfindungen einsetzen. Das dürfen die anderen Spieler aber auch. Sprich, es kann daran passieren, dass Aristoteles zusammen mit Edson das Auto erfindet. Ja.
Das Auto möchte ich sehen. Oder kann es auch sein, dass ich versuche, die Glühbirne zu erfinden und dann ist Aristoteles viel schneller? Ja. Ja, also das Ganze wird halt darüber gespielt. Jeder hat seine Erfinder aus seiner Epoche vor sich liegen. Die sind im Endeffekt alle gleichwertig, die können alle ein bisschen was anderes, halt je nachdem, wie sie halt ausgerichtet waren. Der eine ist mehr chemisch, der andere ist mehr der Philosoph oder sowas. Mhm. Bringt also mehr Denkleistungen mit an der Stelle, also andersartige Denkleistungen, weil denken können sie alle, aber ja. Und in der Mitte liegen Erfindungen aus, die es zu entwickeln gibt. Mhm. So, wenn ich also jetzt meinen Erfinder habe, ich habe drei oder vier davon vor der Nase liegen, dann aktiviere ich einen davon und setze halt daraus Figürchen in die Mitte auf eine Erfindung drauf. Die möchte zum Beispiel drei Glühbirnen und zwei Reagenzgläser, ich kann aber nicht aufs Wort. Oder was auch immer noch, ein Zahnrad oder so. Bis es dann fertig ist. Bis es dann voll fertig ist und dann kriegt jeder, der an dieser Erfindung beteiligt war, Punkte, Boni, man hat es dann Aufbau. Vor allem Farben. So. Genau. Mhm. So. Und so entwickelt man seine Entwickler, Erfinder, wie auch immer man es jetzt denkt. Genies, genau, das ist ein schöner Begriff für unsere Genies weiter. Weil am Anfang sind die noch nicht so aufgepowert und mit jeder Epoche, mit jeder Erfindung, an der ich beteiligt bin, kriege ich Boni, um sie weiter aufzuleveln. Mhm. Je weiter sie aufgelevelt sind, desto mehr Punkte am Ende und dann halt noch die Boni, die ich mir über halt nicht die Level der Genies. Und man macht so, geht so durchs Zeitalter der Erfindungen durch, vom Anfang bis Ende, oder? Genau, und da man nicht ständig die Entwickler ändern möchte, hat halt einer das Team Antike, der andere hat das Team Mittelalter, der nächste hat das Team Moderne und das vierte Team habe ich gerade vergessen, das heißt, ich glaube Renaissance und Renaissance. Ja. Die Erweiterung ist dann Zukunft. Ja, Erfinder der Zukunft. Erfinder der Zukunft, hier haben die Zeit. Guck, wir haben auch schon den Titel für die Erweiterung gefunden. Erfinder der Zukunft. Das ist super. So schnell geht es hier, Mann. Wie viele Spiele wir hier in diesem Livestream der BerlinCon schon erfunden haben, wir können uns jetzt freuen auf ein... Village Legacy hier auf. Village Legacy, das finde ich gut. Ja, das siehst du, das fanden wir auch gleich gut. Und hier auf Future-Erfindung, oder man macht eigentlich mit so Quatsch-Erfindung. Auch? Weil manche von denen haben doch auch so Sachen wie, ich weiß nicht mehr, wer es war, total berühmte Erfindung und dann dieses, dass ein Stuhl nicht mehr umklappen kann. Das war aus der Simpsons-Folge, wo Edison so geil fand, glaube ich. Ja. Ach so, ist das nur aus der Simpsons-Folge? Ist das gar nicht belegt? Ich glaube, der Mann hat wahrscheinlich auch das erfunden. Ich hoffe, das ist bestimmt alles belegt. Was den Simpsons kommt, ist wahr. Ja. Was den Simpsons kommt, ist wahr. Wir springen in ein anderes Universum. Und zwar zu den Herr der Ringe. Herr der Ringe-Universum. Nach Mittelerde. Die Gefährten Deckbauspiel kommt bei euch raus. Ja. Was ist denn das? Also Deckbauspiele sind, glaube ich, mittlerweile geläufig. Man fängt mit wenig Karten an, man hat am Ende immer mehr, die werden immer stärker. So, hier auch. Das Ganze ist die Gefährten. Diejenigen unter euch, die Herr der Ringe gesehen haben, können sich darunter was vorstellen. Also sprich, wir spielen anhand der Filmcharaktere, anhand der Filmgegner. Diesen Film nochmal nach. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Aragorn, da sitzt der Gimli und du bist unser Legolas. Und was? Gemein, ja. Also sein Bart ist die noch mehr Gimli als meiner. Aber okay, du bist Legolas, du hast keinen Bart. Ich bin doch Legolas. Na, sehr gut. Ja, nee, klar, also richtet sich natürlich ganz klar an Fans. Ja, das ist das eine. Es ist aber auch super simpel. Es ist ein tolles Familienspiel. Ist gar nicht kompliziert? Nein, es ist echt nicht kompliziert. Die Karten erklären sich absolut von alleine. Du machst einfach das, was da draufsteht. Du hast einen Gegnerstapel, den du versuchst anzugreifen. Es ist ein kooperatives Spiel, weil wenn der Stapel uns leider Gottes alle schlägt, dann haben wir halt verloren. Und ansonsten bauen wir unser Deck auf. Also es ist wirklich super simpel. Also Dominion in leicht. Dominion in Life im Herr der Ringe-Universum. Ja, das ist also wer das Deckbau mal ausprobieren möchte. Herr der Ringe, die Gefährten, das Deckbauspiel. Ja. Auch in Essen jetzt im Oktober schon? Nein, wir hatten leider Gottes, irgendwie hat die Kiste uns nicht rechtzeitig erreicht, sonst hätten wir euch sogar Fertiges mitgebracht. Das geht, soweit ich weiß, am Montag in den Verkauf. Sag doch nicht so schlimm. Doch, ja, ganz schlimme Sachen. Ich fand das auch nicht gut. Okay, aber wie gesagt, man muss nicht warten, man kann jetzt schon mit den Gefährten loslegen. Sehr cool. Genau. Und zum Abschluss von, wir müssen euch gleich nochmal Papierchen, noch die Vortex zeigen. Ja, das vor. Ja, ein bisschen. Und hier kommt noch was, Dolores, da reicht glaube ich schon die Autoren zu nennen, um Leute in helle Aufregung zu versetzen. Das ist nämlich ein Spiel von Bruno Faiduti und Eric M. Lang.
zusammen. Ui. Ja, Eric, was sonst? Ich meine, ich weiß nicht viel drüber. Ich kann nur sagen, hier steht: Strandpiraten entzünden falsche Leuchtfeuer entlang der felsigen Küstenlinie, um in stürmischen Nächten orientierungslose Schiffe in die Risse zu locken. Ein solches Schiff ist gerade auf Grund gelaufen, die HMS Dolores. Die Plünderer beschließen, die Beute mit Hilfe eines seltsamen Rituals untereinander aufzutreiben. Ja, von Louis Mann, zuletzt Mafia di Cuba, ja, genau. Sehr schön. Auch quasi wieder eher keine Riesenschlacht. Nee, also eine Flotte. Ungefähr diese Schlacht. Achso, das ist quasi perfekt. Und auch in Essen? Ja, auch in Essen. Hier, das sieht man natürlich wunderhübsch illustriert, wie immer, das jetzt wirklich nicht zu erkennen. Aber es ist und halt ich verrate dir auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass dieser junge Mann, Eric, auch bei uns am Stand anwesend sein wird. Er wird nicht am Tisch sitzen und das Spiel erklären, aber er wird garantiert gerne Unterschriften verteilen. Er wird auch gerne Fragen beantworten. Wir werden auch wieder eine Eventfläche haben, auf der er anzutreffen ist. Sehr schön. Und er ist ein echt lustiger Kerl. Und der spricht Deutsch. Und es kostet kein Geld, ein Foto zu machen. Wir haben ihn auch getroffen auf der GenCon. Das müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Siehst du mal auf Deutsch. Wir reden nur noch Deutsch mit Eric. Aber ich soll mit in dein Englisch mit ihm reden. Ich fand der lustig wahrscheinlich. Nein, der Eric, der lebt in Kanada, spricht eigentlich Tag ein, Tag aus Englisch, ist aber für ein paar Jahre in Deutschland aufgewachsen. Ach, das ist ja auch Vincent Dutre. Dutre hat gemalt, soll man sagen, Lewis and Clark, Discovery. Hat auch ein Time-Story-Szenario gemacht, das, lass mich nicht lügen, welches war es dann, das mit dem Drachen, glaube ich, war es. Drachen, ja, Drachen, stimmt, genau.